Interessieren Sie sich fürs neue ORF-Programm? Wollen Sie vielleicht sich ein bisschen anschauen, was wir da zu bieten haben und vielleicht Ihre Stimme abgeben? Ja. Ja, gehen Sie einfach darüber zu dem Herrn. Mögen Sie zum Beispiel Kinder? Ja, sehr. Ich bin selber Großvater. Na bitte, ja. Da wird Sie vielleicht unser Doku-Soap-Format Mama, wo bist du besonders interessieren, wo wir Kindern sagen, dass ihre Mutter und ihr Vater gestorben sind und das dann quasi filmen. Zu sagen, dass die Eltern gestorben sind? Genau, das kommt aus Großbritannien. Das ist wurscht, woher das kommt. Die Eltern wissen das ja, die machen ja mit. Ja und? Ja, aber die Eltern sind ja dabei. Die Eltern ja, werden und? Dann versteckt. Das ist trotzdem krank. Das nein, kind, die Kinder Katastrophe, kommen. Fünf. Nein, warte, wir brauchen gar nicht darf, ich weiter? Ja, schauen, okay. Das, darf ich Ihnen kurz sagen, wie das ausgeht? Ja. Die kommen in ein Waisenhaus, werden dort gefilmt. Nach einem Jahr gibt es eine große Show. Das muss dann natürlich ein sehr einfühlsamer Moderator moderieren. Oder Doris Golpeschin, die ja sehr hübsch ist, auch für Kinder. Um Kinder. Ja, aber die Kinder mögen ja auch hübsche Menschen. Und in dieser Show kommen dann die Eltern. Und das ist ein schöner Moment. Nein. Die Eltern sind ja nicht wirklich tot. Das ist wurscht. Warum? Weil es ein Jahr Katastrophe ist. Das kann ich ein Kind nicht antun. Ja, aber es war im Fernsehen dann. Ich meine, das ist was ja wiederum heißt, das war im langfristig Fernsehen? Vielleicht auch fürs... Das kann nicht ernst sein. In Großbritannien wurde das gemacht, ja? Das ist wurscht. Das und Sie ist, wollen das ich weiß, nicht? Nein, Katastrophe. Also fünf. Mehr als fünf. Würden Sie auch nicht mitmachen bei sowas? In meinem Leben nicht. Was geben Sie uns für Mama, wo bist du? Zucker. Verdammt, ich wurde fast vergewaltigt. Worum geht's da? Das ist sehr lustig aber. Das ist ein Comedy-Format. Wir werden eine Parkgarage umbauen mit versteckten Kameras. Ja, es wird sehr dunkel. Und wenn dann eine Frau kommt, eine möglichst schöne, dann werden wir quasi so tun, als ob ein Vergewaltiger hinterher ist. Das wird aber ein Schauspieler sein. Der wird sich sehr erschrecken, weil sie wahnsinnige, perverse Geräusche machen. Und die Frau, es gibt nur einen Ausgang. Das ist alles vorher präpariert von Profis. Und die Frau bekommt halt panische Angst und rennt halt in diesen Raum dann rein. Und drinnen in dem Raum dann ist eine Riesenshow. Wenn das Alfons Heider macht, mit seiner Eleganz, ja, wenn der sagt, liebe Dame, keine Sorge, Sie wurden nicht vergewaltigt, alles in Ordnung. Und das ist... Nein, ich finde nicht richtig. Ja, das gefällt mir ganz gut. Die Erwachsenen, die verkraften das leichter, aber auch Kinder. Absolut, ja. Nein, aber was ist angenehm, die Frau wehrt sich, die hat Selbstverteidigung und ja. Geht auf den Zug und gibt dem auch nicht das Wort. Na, das ist dann, was Besseres kann uns nicht passieren. Ich schaue meistens Doku-Sendungen für an. Ne? Es gibt da ein Format, weil Sie sagen Doku, da wird das Verhalten von Tieren und Schwerkraft getestet. Würde Sie sowas interessieren? Sicher. Können Sie sich darunter was vorstellen? Wir haben eine Dokumentation mit Universum, machen wir das gerade? Universum interessiert uns schon. Sehr gut. Wo wir Tiere von einem Gebäude runterschmeißen und schauen, wie sich diese Tiere im Flug und dann beim Aufprall verhalten. Ah, das können wir nicht vorstellen. Nein. Und schauen, welches Tier, das ist sehr witzig, wir schauen, welches Tier sich im Flug wie verhält und ich meine, sterben tun alle sowieso. Und das ist großartig, ich habe das gesehen, in Australien haben sie das gemacht, bitte mit einem Elefanten. Da haben sie einen Elefanten von einem Gebäude runtergeworfen und der ist da unten zerplatscht. Also das war auch interessant. Da kann man dann abstimmen in der Hälfte. Was glauben Sie, wird passieren? Wird dieses Pferd unten A zerplatzen, zerbrechen? Oder ist das Pferd vielleicht komplett unversehrt? Da können die Menschen mitmachen. Das heißt, das Bild wird angehalten und dann kann man so wie bei der Millionenshow wird es A mitmachen. Moment, das Tier... Das ist ja pervers. Naja, also das jetzt. Ist ja abartig. Ja. Wieso? Da ich oben an, das ist da unten, dann kläre ich mich noch, dann bist du noch alles schön. Naja, okay. Nein, aber da haben Sie es, glaube ich, falsch verstanden. Ja, weil sicher. Beide Komponenten sind Natur. Der Platz nicht, ja. Das kann man aber mit einem toten Gegenstand machen, nicht mit einem Tier. Halb so lustig, ne? Ja, nicht. Da geht es nicht um Komik, Herr Reif. Also. Da geht es nicht um Komik. Das ist eine wissenschaftliche Sendung. Wir haben vom Millennium Tower verschiedene Tiere runtergeworfen, unter anderem Pferde und Krokodile. Und das ist interessant. Also das war für mich, also das ist Bildungsfernsehen im Jahr 2010. Katzen haben wir auch runtergeworfen. Da heißt es immer, Katzen haben 7 Leben. Zum Beispiel stimmt das nicht. Das wissen wir nach dieser Sendung. Die Katzen waren eigentlich alle tot. Interessiert Sie nicht, was ein Hund macht, wenn er zum Beispiel aus einer großen Höhe auf einen Beton fällt? Interessiert Sie das nicht, was dann passiert? Ich glaube, es passiert Fürchterliches und darum will ich mir sowas nicht anschauen. Aber glauben heißt nicht wissen und das ist unser Auftrag. Dass wir sind Bildungsfernsehen, nein, wir müssen... Ja, nein, ja. Das ist es trotzdem. Ich glaube, den Auftrag haben wir, dass wir Tiere irgendwo runterwerfen. Sie werden sich wundern, ein Dackel zerplatscht unten genauso wie ein Schäferhund. Da ist kaum ein Unterschied. Wo es wirklich einen Unterschied gibt, ist, wenn ein Pferd. Also bei einem Pferd, das macht doch ein lustiges Geräusch. Das glaube ich nicht, das ist irgendwie so.